Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute gibt es etwas ganz Spezielles wieder. Und zwar kennt ihr in Deutschland noch den Lumpensammler? Das gab es ganz früher in Deutschland auch mal. Die sind so rumgefahren und haben da diese Wertstoffe eingesammelt. Ich kenne das noch von früher, noch von meiner Kindheit noch. Ihr sicher auch. Aber auf jeden Fall, den gibt es hier auch noch. Man gibt hier also seine Wertstoffe nicht zum Recycling Center ab oder so. Nein, hier kommt der Lumpensammler. Nimmt alles mit, was an Wertstoffe da ist, also sprich Glas, Plastik, Papier, Pappe, Elektronik, obwohl Elektronik will Porn nicht abgeben, da gibt er nicht genug Geld für. Aber auf jeden Fall, Porn muss den nur anrufen und dann kommt der. Bei uns kommt er so alle 8 Wochen, kommt er dann. Sammelt sich dann schon was an in den 8 Wochen da und dass sich das auch lohnt, weil der muss ja auch hierher fahren da, ne? Und ist auch klar, mit seinem alten Diesel, ne? Und dass man da nicht jede Woche da anruft, ist auch klar, ne? So, gucken wir mal, bestellt haben wir ihn jetzt, der müsste heute kommen. Schauen wir mal. Da kommt er schon. Ich sage immer Lumpensammler, sage ich immer. Lumpensammler. Und zwar das Ganze, was wir halt da so ansammeln, ne, an Plastik. Wenn der Uwe mal ein Bierchen trinkt. Haben wir noch hier Plastik, Metall. Ja, der kommt dann so hier einmal im Monat oder im 6 Wochen. Kommt der junge Mann hier? Ja, alte Karre, ja gut, das bringt natürlich nicht viel ein an Geld, was er da verdient. Aber wir können damit auch noch ein bisschen Geld mitmachen. Ne? Also wir verbrennen also jetzt nicht alles. Ne? Nicht, dass immer da Leute sagen, der Porn schmeißt alles ins Feuer rein. Ne? Nein, nein, nein. Wir machen auch Recycling hier. Ja? Also das wird dann jetzt hier von dem jungen Mann hier schön alles jetzt gewogen. Alles, was man da so sammelt. Ja, Wasser trinken wir viel, ne? Wasser, Wasser, alles klar. Das meiste Wasser trinke ich, ne? Hier aus diesen jetzt Flaschen. Der Freund trinkt ja die großen Flaschen, ne? Die 20 Liter Flaschen, was man hier auch so angeliefert bekommt. Aber mit meinem Magen traue ich mir da nicht so richtig ran, ne? Ich nehme lieber dieses Wasser da. Quatscht ja auch nicht viel, hier so ein Fläschchen da, ne? Nein, mein lieber Scholli, du, da hat er schon, das ist Ding ist aber auch schon antik, du, hä? Glas. Gut, normalerweise haben wir auch noch Papier und die Pappe, ne? Aber das ist jetzt irgendwie nicht mehr da. Aber da gibt es normalerweise auch Geld für. Also er nimmt alles mit hier, was brauchbar ist. Also sprich jetzt hier, also Kunststoff, Glas, Elektro. Kannst du also alles hier hinstellen. Ne? Das wiegt er dann. Und dann kriegen wir noch Geld hierfür. Nicht so wie in Deutschland da, von wegen jetzt Recycling hoch dahin. Du musst dich da anmachen lassen hier, Joghurtbecher da, du musst die Deckel abziehen hier, getrennt und so. Nein, hier kriegst du noch ein paar Mark, 50 dafür. Naja, ein paar Mark kriegst du nicht mehr, aber das, ja. Also der kommt hier auf Anruf, ne? Also einfach hier anrufen und dann kommt er, ne? Schreibt er sich alles auf in seinem schlauen Buch dann da, damit ausgerechnet.
Und dann gibt's Haloi. Haloi Bad, okay. Was? Wieso? Gibt keine Haloi Bad? Nee. Oh. Ha. Nüngloi, kann doch etwas handeln noch, oder? Da kann man nicht mehr handeln. So, was gibt's hier? 5 Bad, 10 Bad, 20 Bad oder was? Keine Ahnung, so, ne? Mehr ist dann auch nicht. Aber wenigstens, du hast deinen Schrott los, ne? Habt ihr gewusst, wir haben da noch hier Kartons. War da noch was da? Welches Bad? Bad Leo. Hasibad. Ich denke, hallo. Hallo. 50 Baht. Ah, sind das jetzt 1,20, ne? 1,20, 1,30, so scheißegal. Da kriegst du noch ein paar Mark 50, guck mal hier, ne? Was soll's? Also hast deinen ganzen Schrott weg. Hast deinen Schrott weg und gut ist. Und brauchst du nicht rumärgern auf dem Recyclinghof, ne? Weil der ging ja auch schon auf den Sack da in Böblingen da. Die sind auch so komisch da. Naja, gut, aber die Zeiten sind ja vorbei, ne? Die Zeiten sind ja vorbei. So. Fertig. Haut er wieder ab. Wir haben noch ein bisschen was verdient und wir haben unseren ganzen Schrott weg. Ja, ist doch viel besser als in Deutschland, oder? Ja? Also wirklich, was du so in Deutschland dann auch jetzt wegschmeißt, da, ne? Nehmt ihr alles hier auch jetzt mit, ne? Und du kriegst noch was dafür. Finde ich besser. Brauchst du nicht rumärgern, ne? Brauchst nicht hinfahren. Der kommt hierher und 50 Baht noch. Was soll's, oder? Gut ist. So, das war's schon. Da ist er schon wieder weg. 50 Baht. Was sind's? 1,30, egal. So, ne? Ist es egal. Auf jeden Fall, wir haben unseren Schrott wirklich weg da. Und es ist wirklich eine feine Sache hier, ne? Brauchst du nicht rumärgern mit Recyclinghof. Ah, von wegen hier pingelig da und so, trennen da nochmal so. Was hier? Kommt das im Sack rein da und dann ist das gut, ne? Also, Porn hat ja gesagt hier, sie will den Elektronikschrott nicht ihm geben, weil sie da ein bisschen mehr kriegt jetzt woanders. Zeig mal. Hier. Ja. Ah, hier haben wir noch meinen guten alten jetzt Kenwood hier. Kenwood gut Verstärker. Der gute alte Kenwood, den hat es jetzt verrissen. Den hatten wir schon weggehabt zur Reparatur. Aber er konnte nichts mehr machen, weil er hat doch keine Geteile nicht mehr da. Der hat ja noch mit Röhre, hat er noch, ne? Wie alt ist der jetzt, du? 35 Jahre? Den hat es jetzt verrissen. Da haben wir doch den hier, ja, hier. Pumpen noch da, alte Pumpen noch drin hier. Ganze Krusch noch da. Schwer. Ne, schwer. Aber da, wohin bringst du das da jetzt? Sekundakorn. Nach Sekundakorn? Wenn wir Misu tun nach Sekundakorn. Ah, okay. Dann kann der bring da. Guck mal, wie viel wir hat. Also, dann würde ich sagen, war's das für heute. Viele Grüße, der Uwe und die Porn aus Thailand. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Und tschüss. ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามด้วยนะคะ tschüss